Eine neue Kampagne für mehr Energieeffizienz wurde am 6. Juni in Rostock vorgestellt. Die Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern, kurz LEKA-MV, gibt Unternehmen ab sofort umfassende Hilfeleistungen beim Energiesparen. 4 Agenturmitarbeiter sollen vor allem Akteure der Schlüsselbranchen Tourismus, Ernährung und Gesundheit für das Thema sensibilisieren und mit kostenlosen Beratungen Unterstützung geben. Dafür hält das Land für 3 Jahre über 1,8 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung bereit. Der Tourismus ist zum Beispiel ein Schwerpunktfeld, in dem die Kolleginnen und Kollegen aufgrund unserer Wirtschaftsstruktur tätig werden wollen, dass in dem Bereich mit viel Wärme und auch Kälte gearbeitet wird, weil sie oft Spa-Bereiche haben, sie haben zum Teil Schwimmbereiche, die dabei sind. Und vor den Hintergründen her gibt es große Anlagentypologien, in denen es typischerweise hohen Energieeinsatz gibt. Und wenn man da helfen kann und Signale geben kann und möglichst viele bewegt, im Übrigen nicht selten mit Fördermöglichkeiten aus verschiedenen Fördertöpfen des Wirtschafts- und des Energieministeriums Dinge voranzutreiben, dann machen wir auf der einen Seite was Gutes für die Klima- und Energiepolitik und auf der anderen Seite tun wir auch was Gutes für die Unternehmen. Durchschnittlich 30% des Energieverbrauchs und damit auch der Betriebskosten könnten Firmen mit Hilfe von Energieeffizienzmaßnahmen einsparen, hieß es auf der Auftaktveranstaltung. Von der Umrüstung auf LED-Beleuchtung über effizientere Lüftungsanlagen bis zur Nutzung von Abwärme oder Prozesswärme, die vielen Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu senken, werden in einem individuellen Fahrplan aufgezeigt. Da haben wir ein 2-stufiges Verfahren. Machen wir einmal eine Vorortberatung und eine Betriebsbegehung bei den Unternehmen und können dann in der Auswertung Wege aufzeigen, wie das besser gemacht werden kann und geben dann unseren Kooperationspartnern, die Energieberater, geben dann denen dann quasi den Staffelstab weiter und die kümmern sich dann um die direkte Umsetzung in den Unternehmen. Ab August finden alle 14 Tage an wechselnden Standorten Stammtische statt, bei denen sich die Unternehmen konkrete Anregungen für die eigene Energieversorgung holen können. Die Kampagne wird mit einem Wettbewerb abgerundet, der die besten Umsetzungsbeispiele aus dem Land auszeichnet. Die Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern wurde 2016 gegründet, um die Energiewende im Land voranzutreiben. Mehr Informationen unter www.mv-effizient.de.